zählt. Jede Stimme zählt. Vor Ihnen steht eine Niedersächsin, sturmfest und erdverwachsen. Wir Niedersachsen wissen aus leidvoller Erfahrung, jede Stimme zählt. Und deshalb muss ich das hier an dieser Stelle nochmal deutlich sagen. Wir haben in Niedersachsen die Wahl verloren wegen 324 Stimmen. 6 Millionen Wahlberechtigte, 324 Stimmen. Wenn einer oder eine denkt, oh, die Kanzlerin hat ja so viel Zustimmung, die bleibt sowieso Kanzlerin mit der Zustimmung, das stimmt. Aber Ihre Stimme ist notwendig. Hier im Saal mache ich mir gar keine Sorgen. Sie müssen aber rausgehen und die Menschen überzeugen, zur Wahl zu gehen. Jede Stimme zählt. Und da möchte ich nochmal deutlich machen, was wir auch in Niedersachsen aus leidvoller Erfahrung wissen. Dass zum Schluss treue CDU-Wähler, die Angst hatten, dass die FDP nicht reinkommt, in Scharen einen Run gemacht haben auf die FDP. Die Umfragen bei uns in Niedersachsen waren 4% FDP. Die letzte Umfrage. Daraufhin gab es einen Swing. Zum Schluss waren die bei 10%. Die CDU hat abgenommen. Was ist hinten raufgekommen? Rot-Grün regiert Niedersachsen. Und deshalb, um es sehr deutlich zu sagen, wer möchte, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt, den bitte ich, die erste Stimme dem Kandidaten Ralf Brauchsiebe zu geben. Das ist eine persönliche Bitte von mir, denn Ralf Brauchsiebe ist einer der kompetentesten, der loyalsten, ich darf es sagen, Sie müssen weghören, der beliebtesten Bundestagsabgeordneten. Wir können auf ihn nicht verzichten und ich erwarte, dass Sie ihm ein gewaltiges Stimmergebnis mitgeben, damit er Rückenwind auf dem Weg nach Berlin hat. Zweite Stimme ist Kanzlerstimme. Das heißt, wer Angela Merkel als Kanzlerin haben möchte, der muss beide Stimmen der CDU geben. 11 Tage und der Rest von heute. Wir kämpfen. Vielen Dank.